Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Pflanzenschutz aktuell, heute mit dem Thema Wachstumsregeleinsatz. Ja, die Gerstenbestände sind heuer sehr unterschiedlich entwickelt und zeigen sich sehr heterogen, aber besonders Bestände, die früher gesät wurden und auch mit Gülle behandelt wurden, zeigen sich sehr gut in der Entwicklung. So auch wie dieser Bestand hier, der bereits mit dem Schossen begonnen hat und sich nun im Stadium 31, Einknotenstadium, befindet. Das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt für den Wachstumsregeleinsatz. Ich empfehle Ihnen das Produkt Modus, das seit Jahren bewährt ist durch die sehr schonende Regulierung des Pflanzenwachstums, der sehr schonenden Einkürzung und Festigung der Hallenbasis. Modus wird in der Gerste abhängig vom Nutzungstyp von 0,5 Liter bei einzeiligen Sorten bis zu 0,8 Liter bei mehrzeiligen Sorten eingesetzt. Ideal sind strahlungsintensive Tage, so wie wir es derzeit haben, wüchsiges Wetter. Zu vermeiden sind Situationen mit Frösten. Kontrollieren Sie bitte auch die Bestände auf Krankheitsbefall. Aufgrund der Niederschläge in den letzten Wochen können wir durchaus bereits Mehltau und vor allem Netzflecken finden. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, ist eine Kombination mit einem Fungizid sinnvoll. Ich empfehle Ihnen das neue Produkt Beccari 300, das in allen Getreidearten zugelassen ist und besonders gut geeignet ist, hier die Krankheiten in diesem frühen Stadium zu bekämpfen. Sollten Sie Beccari derzeit nicht brauchen und den Preisvorteil vom Modus Beccari Pack trotzdem nutzen wollen, ist es möglich, Beccari zur Abreifespritzung oder zur Fusariumspritzung im Weizen einzusetzen. Eine weitere Möglichkeit besteht die Kombination mit Nutribuen, unserem Produkt mit Azotobacter-Bakterien, die den Luftstickstoff für die Kultur verfügbar machen. Nutribuen kann mit 50 Gramm pro Hektar auch mit Wachstumsregler und Fungizid gemeinsam ausgebracht werden. Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, schauen Sie nach auf www.syngenta.at oder rufen Sie uns an bei der Beratungshotline 0800 20 71 81. Danke und viel Erfolg!